Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Farm Expert 2017. Wir werden erstmal unsere Strohballen weiter oder zu Ende transportieren. Die gilt es ja immer noch zum Viehhof runterzubringen. Und ich verstehe mal nicht, warum diese blöde Kiste jetzt nicht läuft. Nein, ich verstehe es nicht. Es gibt keinen Grund, nicht zu fahren. So überhaupt keinen. Es geht nicht bergauf. Es ist nur ein einfacher Anhänger hinten dran. Das sind dann wirklich so Sachen, die nerven einfach. Ich habe keine Bremsen angezogen, das Ding hat nämlich keine. Ja, die Füße da schleifen zwar über den Boden, aber das ist nichts, was ich ändern könnte. Und diese blöde Rummelkiste eiert dann mit 10 km/h durch die Gegend. Ja. Ich glaube, da erübrigt sich jeder weitere Kommentar. Endlich geht's mal ein bisschen vorwärts. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich doch sehr auf den Landwirtschaftssimulator 17. Weil da braucht man sich mit solchen Sachen, glaube ich, nicht rumärgern. Vor allem, man sieht da auch mal, was man überhaupt hat. Also, wenn ich einen 75 PS Traktor davor hänge, dann weiß ich, dass der langsam fährt. Leider hat dieses Spiel nur Traktoren unbekannter Leistung. Die zudem je nach Tageslaune halt fahren oder halt auch nicht fahren. Oder vernünftig fahren oder nicht ziehen wollen. Was schade ist. Gleich haben wir den Anhänger leer, dann dürfte es hoffentlich mal wieder ein bisschen schneller gehen. Ich weiß nicht, ob der einfach ein Problem damit hat, wenn ich den beladen. Das Spielspeicher und dann halt wieder starte. Aber dann der Meinung ist, die die Strohballen haben sich dermaßen mit Wasser vollgesogen oder so, auch wenn es nicht geregnet hat, dass sie pro Ballen 5 Tonnen wiegen oder sowas. Viel anders lässt sich das Fahrverhalten nicht erklären.
Jetzt saust er nämlich wieder da los. Ach ja. Farmexpert und die Logik. km/h aber 700 Umdrehungen. Ja. Glaube ich sofort. Vielleicht aber auch erst später. Oh, die Windräder drehen sich. Ich glaube, die haben sich letztes Mal nicht gedreht. Ich dachte schon, die wären halt als Deko da, aber sie drehen sich tatsächlich. Das überrascht mich jetzt in der Tat positiv. Ja, selbst mit so Kleinigkeiten kann man mir dann doch manchmal auch eine Freude machen. Ich mag Deko. Vernünftige Deko. Passende Deko. So. Ich dachte, ich fahre jetzt nochmal so eine kleine Runde hier drum. Weil eigentlich brauchen wir das nicht. Eigentlich müssen wir nämlich in die Einfahrt da reinfahren. Also hier in die Scheune. Und da wir das aber die letzten Male schon nicht gemacht haben, oder nicht gemacht haben, weil wir da ja lasst uns ein wenig schieben. Zurück. Schade aber auch. Öffne die Tore weit. Denn es ist Aufladezeit. Ah, so ist auch gut. So, dann bringen wir die mal wieder weg. Dann haben wir, glaube ich, noch eine Anhängerladung voll. Nicht mal eine ganze. Und dann könnten wir uns mal noch eine Quaderpresse holen und dann sausen wir mal über das andere Feld da. Und schauen mal, dass wir das Stroh noch gepresst kriegen. Jetzt fährt er nämlich auch wieder schnell, seht ihr? Jetzt wiegt das Stroh nicht mehr so viel. Also ist auch immer schön brav den Anhänger leer machen, bevor man speichert und das Spiel beendet. Weil sonst hatte Traktor ein echtes Problem damit.
Ich weiß nicht, ob da ein Update kam oder also irgendwie habe ich im Moment das Gefühl, der Traktor fährt ein bisschen ruhiger. Er wackelt nicht mehr so. Aber mir ist ehrlich gesagt nichts aufgefallen. Ich muss nochmal auf Steam gucken, ob es da ein Update gegeben hat, aber eigentlich hätte ich das merken müssen beim Starten vom Spiel, wenn es da eins gegeben hätte. So, ein letzter Anhänger voll. Dann könnten wir noch durch die Waschanlage fahren. Was haltet ihr von der Idee? Waschen und tanken. Waschen, tanken, Presse kaufen. Und Fahrfähigkeit verbessern. Oder hängt das damit zusammen, dass die Traktoren ruhiger laufen, dass wir unsere Fahrfähigkeiten verbessern? Das ist hier die Frage. Die ganz große Frage. Ich hoffe, ich kann auch heute Abend also die Spiele über Nacht hochladen. Weil der PC, mit dem ich das mache, der hat eben schon rumgezickt. Irgendwie war er der Meinung, er hat nur noch ein unbekanntes Netzwerk und Internetverbindung ist nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem letzten Windows 10 Update zusammenhing. Da gab es gestern ja eins. Wobei er letzte Nacht eigentlich noch gut auf, also gut alles hochgeladen hat. Ich hoffe, er macht's jetzt dann auch wieder. Ich habe ihm dann jetzt einfach eine feste IP-Adresse verpasst. Schauen, wie wir den nachher noch kriegen. Den Schwebenden da. Drehen wir hier gerade mal. Bei den einen können wir das schweben lassen. Packen wir. Er schwebt da gut. Mit schwebenden Ballen in Ehren kann keiner verwehren. Hoppala, was war das? Freudensprünge vom Schlepper. Ich weiß gar nicht warum. Jubelt er, weil er nur vier Ballen hinten drauf hat? Oder jubelt er, weil er jetzt dann die Ballen fertigt? Die letzten darunter transportiert oder? Wir wissen es nicht.
aber wir können jetzt gleich mal die Waschanlage ausprobieren, wir können den Schlepper tanken und wie gesagt unsere Presse kaufen. Sind Sie von der Presse? Ja, Strohpresse. Dum, 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 dum. Wie viel haben wir denn eigentlich? 16.500. Okay, mehr geht auf jeden Fall. Bevor wir uns die Tiere anschaffen, sollten wir ausreichend Futter für die haben. Gewagt mit hochgeklapptem Anhänger durchs Tor. Sowas kann ganz böse enden. Aber ich dachte eigentlich, ich war auf dem Weg, ihn runter zu klappen, aber irgendwie war das nicht der Fall. Entweder falsche Taste gedrückt oder hat es nicht registriert. Scheint heute nicht so der Tag der Technik hier zu sein. Fahren wir mal geradeaus. Da ist nämlich unsere Waschanlage. Schauen wir mal, wie die funktioniert. Die einigermaßen schick animiert ist, aber ich habe die dumpfe Befürchtung, dass das nicht der Fall ist. Heute Morgen habe ich übrigens auch, gestern habe ich das Veröffentlichungsdatum von Transportfieber bekommen. Und das ist der 8. November, wenn ich es gerade richtig in Erinnerung habe. Also wer Train Fever kennt und Transportfieber mag, der wird wahrscheinlich Transportfieber auch mögen. Das werde ich natürlich, ich habe es geahnt, keine Animation, einfach sauber halt. Ja, wird denke ich auch spannend. Werde ich natürlich vorbestellt, habe ich's. Und werde ich dann natürlich auch, sobald ich's hab, auf dem Kanal veröffentlichen. Tank. So. Traktor wäre betankt. Fahren wir gerade noch zum Händler runter. Aber mit dem hier natürlich. Ach so. Man merke sich, erst Motor starten, dann losfahren. Es erleichtert das Fahren ungemein, wenn man den Motor an hat. Oh. Hoppla. Und es erleichtert das Fahren auch ungemein, wenn man nicht gegen die Laternen fährt. Pferd, nicht Pferd. Ja, mit Laternen habe ich es heute offensichtlich auch nicht so.
nachdem ich eben im Fernbus-Simulator schon die ein oder andere umgenietet habe. Irgendwie kamen da so ganz plötzlich die Kurven um die Ecke. Also ich habe echt das Gefühl, die Traktoren laufen ruhiger. Hoppeln nicht mehr so, außer sie machen gerade ihre Freudensprünge natürlich. Kann jetzt natürlich täuschen, ich weiß es nicht. Allerdings kann es natürlich auch daran liegen, dass vielleicht die Eigenschaften als Fahrer entsprechend besser geworden sind. Genau. Heupresse. So eine, nehmen wir eine Kuhn. So, da steht das gute Stück. Hängen wir die gerade noch an und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Rums, so. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch morgen wieder mit dabei, wenn wir hier unsere Vierkantballen pressen. In diesem Sinne, tschüss, bis morgen.